Sich mit der Chromatik zu beschäftigen macht immer Sinn. Man trainiert so viele Aspekte des täglichen Übens. Luftführung, Klang, Ausdauer, Technik, Fingerfertigkeit, Anstoß, Höhe oder auch Tiefelage. Also du siehst, alle möglichen Bereiche kannst du genau in diese Übung mit einbauen. Spielst in Zeitlupe, trainierst du gleichzeitig auch noch Ausdauer. Also wie gehen wir jetzt an die Sache ran? Ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, was die Chromatik ist. Das heißt, wir gehen in Halbtonschritten von zum Beispiel C1 bis C2 und eben wieder zurück. Das wäre so die chromatische Tonleiter auf C aufgebaut. Und man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht von C1 bis übers C2 zum C1 zurück auf einmal durch. Oder man spielt eben nach oben, setzt oben neu an und geht wieder nach unten. So die erste Idee. Wenn du nicht so hoch spielen kannst, dann kannst du auch erstmal unten bleiben. Das heißt, du nimmst zum Beispiel ja da 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 da, zum Beispiel bis zum G1. So, wir spielen das Ganze mal und ziehen durch. Das heißt, wir spielen ohne Unterbrechung diesen Bogen. Jawohl. Ich denke bei dieser Übung immer triolisch. Ja da 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 da. Es bringt mich stabil auf einer Hauptzählzeit wieder auf dem C1 an. Wenn du jetzt oben zum Beispiel diesen Break machst, das heißt, du spielst nach oben, setzt oben neu an und gehst nach unten, dann empfehle ich dir, entweder Vierer- oder Zweierpäckchen zu denken. Ich denke immer in Vier, das heißt dann da 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 und wir kommen auch stabil oben an. Natürlich kannst du das Ganze auch über zwei Oktaven spielen oder du beginnst auf einem anderen Ton, wie zum Beispiel C1. Das ist so der Einstieg in die Chromatik. Na, wenn die Finger von den Ventilen weg sind, weiß man, okay, man ist wieder bei seinem Zielton angekommen. Wenn du eine Erweiterung willst, starte mal auf einem anderen Ton, wie zum Beispiel auf dem B und du wirst sehen, okay, es läuft zwar ganz gut, aber es hat dann doch immer die ein oder andere Hürde, bringt es mit sich, die eben dann die Technik nicht ganz rund laufen. Üben, dann funktioniert es auch gut. So, wir gehen jetzt einmal über zwei Oktaven, das heißt, wir starten bei C1, über C3 bis wieder zurück zum C1. Jawohl, dein Tempo kannst du natürlich immer individuell anpassen. Manche machen es langsamer, manche machen es schneller. Überhaupt kein Problem. Aber für dich immer nur, pass es auf dein Tempo an. Bis das richtig läuft, hast du es so oft geübt, so oft trainiert, dass du es ohne Probleme auch im Tempo dann anziehen kannst. Jawohl, durchziehen oder eben oben stehen bleiben, neu ansetzen. Bei einer höheren Lage, wie zum Beispiel beim C3, wenn es ein hoher Ton für dich ist, dann würde ich immer empfehlen, zieh es durch. Du bist nur kurz in der hohen Lage und hast auch nicht das Problem, dass du danach beim C3 einsteigen musst und eventuell alles dicht machst. Das bringt nur wieder Verkrampfungen mit sich, der Hals ist eng etc. pp. Also zieh es durch oder spiel eben nur bis zu deinem Maximalton. Das heißt, wenn das G zum Beispiel dein höchster Ton ist, dann spiel eben chromatisch von G1 bis G2. Also auch hier kannst du tonal diese Chromatik jederzeit an dich anpassen. Eine weitere Übung ist zum Beispiel, dass wir immer einen Ton zurückkehren. Das heißt, wir spielen in Dreierpaketen, drei Töne aufwärts, C, Cis, D, jetzt geht's zurück, Cis, D, Dis, D, Dis, E und das Ganze natürlich dann geläufig etwas schneller. Man kann natürlich oben dann noch einen Wechselton Cis C nehmen, dann hat man die Triole auch wieder voll. Oder du spielst eben bis zum C, wenn du es zum ersten Mal spielst und das ist eben dann dein Ziel. Auch hier wieder der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Baue dein tägliches Üben ein, das trainiert so viele Bereiche des täglichen Übens. Du wirst anhand von einer Übung so viele Bereiche abdecken können. Natürlich auch noch gestoßen oder zwei gebunden, einer gestoßen, zwei gebunden, gestoßen, gestoßen, gebunden, gebunden. Also auch hier ohne Ende Variation. Wichtig ist immer nur, dass wir aus der Chromatik, dass wir da keinen Abstand nehmen. Oft sieht man Noten auf Papier gedruckt und denkt sich, meine Güte, sind hier viele Versetzungszeichen eingetragen, ich spiele lieber mal was anderes. Nein, aktiv angehen. Und wenn du erstmal überfordert bist, mach's in Zeitlupe und schreib dir eventuell den ein oder anderen Griff in deine Noten, damit du, wenn du merkst, an der Stelle fliege ich immer aus der Kurve, da vergreife ich mich jedes Mal, schreib dir deinen Griff eben genau zu diesem Ton und du wirst merken, wenn du speziell diese Stelle übst,
paar Töne vorher, paar Töne nachher. Dementsprechend wirst du dann im Gesamten die Stelle auch meistern können, ohne dass du genau wieder beim gleichen Punkt rausfliegst. Das ist wichtig. Also ruhig Notation machen, die Noten gehören dir, also schreib auch was rein. Weiter geht's mit der Chromatik, jetzt natürlich auch nach unten. Das heißt, wenn wir in die tiefe Lage gehen, haben wir nicht nur das Höhentraining, sondern wir haben auch Training für die tiefe Lage. Also spielen wir von C1 bis zum kleinen Fis. Also auch hier etwas laufen lassen, Geschwindigkeit annehmen und so weiter und so fort. Und immer darauf achten, wenn du in der tiefen Lage spielst, dass du nicht anfängst zu drücken. Locker, die Luft fließt weich, Klang ist da, Intonation ist da und dementsprechend natürlich diese Übung auch etwas zum Lockern benutzen. Da musst du nicht draufdrücken, da musst du deine Ansatzmuskulatur nicht schwer belasten. Das muss einfach mit der Luft, auf der Luft laufen. Ich wünsche dir, dass du die Chromatik trainierst und dann wirst du merken, dass du in Sachen Technik einen großen Schritt weiterkommst. Ansonsten war es das in diesem Video. Lass noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.